Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Und wenn Sie schon länger dabei waren oder dabei sind, dann wissen Sie ja, dass wir dieses Webinar mit Thorsten Helbig zusammen veranstalten. Und hier nochmal an der Stelle guten Morgen, Thorsten. Ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind und begrüße im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an, bevor ich an den Thorsten übergebe. Denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was uns Thorsten heute zeigt. Und bitte das Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ganz wichtig. Okay, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, finde ich das jetzt weg? Da. Versteckteste dich. Also. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Cardoso Neto. Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Wie geht es Ihnen? Gut, danke der Nachfrage. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Und die andere hast du dir nicht aufgeschrieben. Ich war schlecht vorbereitet heute. Gut. Das ist nicht förmlich, mein lieber Manfred. Das ist unser Stil. Ne? Wir neigen hier nicht zu Humor oder sowas. Späßchen können andere machen. Wir sind an der Börse. Börse ist ernst. Guten Morgen in die Runde. Oh, holla die Waldfee, was habe ich hier für ein Pfeil? Jetzt geht's. Guten Morgen einmal in die Runde. Und jetzt überlege ich gerade, wo wir denn heute früh anfangen. Jetzt fehlen mir, obwohl ich eigentlich ein relativ gutes Zahlengedächtnis habe, haben wir uns letzte Woche etwas angeguckt. Wir hatten letzte Woche welches Datum, als wir das Webinar gemacht haben? 15. Gut, dann gehen wir mal auf den 15. um 8 Uhr, 9 Uhr. Diese Kerze hier, diese hier. Ich glaube, ich kennzeichne die mal hier, ne? Wie kann man im Stereo-Trader nur eine Kerze kennzeichnen? Hallo, Support? Das ist eine Frage an mich. Ja, an wen sonst? Wer macht den Support? Ich nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Was möchtest du gerne machen? Diese Kerze kennzeichnen. Ja, siehst du? Schön, dass ich helfen konnte. Ja, geht doch. Aber warte mal, das mache ich jetzt anders. Weil nehmen wir die hier. Zack. Und nehmen die Endloslinie raus. So. Diese Kerze hier war es, dieser Bereich. Da zu diesem Zeitpunkt hatten wir morgens Webinar und hatten, und da ist ja dein Webinar, ist mein lieber Nelson, ich mache das ja nur für dich. Die anderen sind ja nur Zaungäste. Schön, dass du dein Wohnzimmer so freizügig zur Verfügung stellst, dass die anderen auch mal mitschauen dürfen. Hatten wir morgens die Diskussion, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben über eine SKS gesprochen und hier waren drei Leute oder vier sogar, kann auch mehr gewesen sein, könnte mich gerne verbessern, der Meinung, diese SKS war zu diesem Zeitpunkt, als wir da unten waren, aufgelöst. Und
Das Zeitfenster haben wir da. Das mache ich einfach mal rot. Allerdings, kurze Frage in den Raum. Ist das in Ordnung, wenn ich das mache? Oder seid ihr eher die Formation oder die Generation Leute, die jetzt wartet, dass ich auf den Knopf drücke? Und einfach sagt, Mensch, hey, du Idiot, und drück doch einfach auf den Knopf hier. Ich will auch auf den Knopf drücken hier, Mensch, nun mach doch mal. Oder ist das in Ordnung, sowas auseinander zu pflücken? Hey, Mitarbeiten hier, Schläfergeneration. Gut. Ich habe die Diskussion letzte Woche nicht verstanden, warum, wieso, weswegen die SKS hier schon aufgelöst sein sollte. Leider Gottes hat mir auch niemand, obwohl ich es angeboten habe, Chartbilder geschickt, um das auseinander zu pflücken. Das war unser Setup und er ist zu diesem Zeitpunkt, ich gehe jetzt einfach mal zwei Zeiteinheiten weiter runter, da. Zu diesem Zeitpunkt hier, diese Kerze war um 8 Uhr und er ist um 8 Uhr und 8 Uhr 15, ich bin im 15 Minuten Chart und 8 Uhr 30, also bis wir das Webinar beendet haben, genau auf dieser Linie rumgetanzt. Hier waren ein paar Mutige dabei und haben gesagt, okay, diese Nummer, die handeln wir direkt nach unten durch und der Nächste hat gesagt, so, das war ich in dem Fall. Ich habe gesagt, pass auf, wir haben es oft, da diese Schulter noch ziemlich tief war, noch nicht fachgerecht richtig ausgeprägt, die hätte noch höher laufen können, nämlich bis fast an die 1,50. Ja. Bis dahin hätte die Schulter laufen können oder laufen sollen, da bis zu 1,20 ungefähr. Und wir waren aber hier unten im High erst bei 67. Hier fehlt noch 50, 60 Punkte. Deswegen bestand die Gefahr, dass er von hier aus nochmal nach oben geht und erst dann nach unten durch. Plan B war direkt nach unten durch und zwar mit einem Ziel. Wo war das Ziel? Lutz, du Streber, du hast es doch gehandelt. Ich weiß, du bist doch direkt da unten drunter unter der 79 oder so, unter der 879 oder 880 hast du doch geschortet. Wo war dein Ziel? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das wusste ich noch, als ich gedrückt habe. Ja. Als ich gedrückt habe, wusste ich, jetzt brauche ich gleich Papier. So. Wir sehen, das hier unten war das Ziel. Das hier war der andere Plan, der so nicht funktioniert hat. Leider, der hier hat hervorragend funktioniert. Ziel war hier unten die, na komm, die 12.700. Und die 12.700, deswegen habe ich die jetzt mal eingezeichnet. Da. Ton wird schlecht. Mir wird von eurem Ton auch manchmal schlecht. Was ist hier heute los? Wir sehen, er ist in einem Rutsch gerade durchgepurzelt hier. Zack, 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 zack. 12.697 ungefähr war das Ziel aus der SKS und das Low 12.694.
also 12.700, die 94 hatte angelaufen. Und wenn wir jetzt, ja, wir sehen auf den Punkt genau die Nummer angelaufen, um dann die erste Reaktion einzuleiten. So wird in der Regel eine Formation aufgelöst. Und es war letzte Woche hier zu diesem Zeitpunkt war noch gar nichts aufgelöst, sondern er wollte auflösen. Übergeordnete Ziele, der Lutz hat sie gerade gebracht, 12.400, 12.200, 11.200 und untergeordnet 10.200, 10.220. Das sind die untergeordneten Ziele, die wir haben wollen. Und auf die gehen wir gleich ein. Erstmal schauen wir uns den Euro an für heute. Ne? Für alle, für die das jetzt hier etwas verwirrend ist, das Bild dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Zack. Ja. Für alle, für die es jetzt verwirrend ist hier, ich arbeite ab jetzt mit der Euro Pro 3 Version wieder, da die wieder läuft. Euro Pro 3 Version, für die, die sie noch nicht haben, kurz zur Erläuterung ist, wir haben einmal hier an der Seite ein Panel, was uns den Trend von den übergeordneten Zeiteinheiten anzeigt. In welchem Verhältnis? Und wir sehen hier zum Beispiel im 1 Minuten nehmen die Bullen oder haben die Bullen schon übernommen. Im 5 Minuten sind sie gerade dabei zu übernehmen. Im 15 Minuten sind die Bären nach vorne, im H1 die Bullen und. So kann man das sauber erkennen. Um den Leuten das zu erleichtern, die nicht immer, die meistens unsicher sind, in welchem Trend wir uns befinden, kann man den Trend auch hier im Chart anzeigen lassen. Wir waren hier in einem Abwärtstrend und hier ab hier hat der Abwärtstrend oder bis hier hat der Abwärtstrend Gültigkeit gehabt in dem jeweiligen Timeframe oder Zeitfenster, in dem wir uns hier bewegen. Und ab hier, ab dieser Kerze, sieht es so aus, dass wir uns in einem Aufwärtstrend bewegen. Wer das nicht möchte, kann diese ganze Geschichte abschalten. Die ist dann einfach weg und stört nicht. Wir haben hier unten die Sessions. Wann startet New York? Wann startet Frankfurt? Wann startet Tokio? Dann sieht man auch die Zeiten, wann welche, von wann bis wann welche Börse läuft. Auch das kann man an- und abschalten. Und wir haben hier News drinne, der uns dann im Kalender zeigt, wann welche News, so wie gestern hier. Wenn wichtige News sind, dann zeigt er uns das im Chart an. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, außer dass die grafische Optik sich etwas verändert hat. Der Filter ist dezenter und nicht so dominant und die Wolke ist ein bisschen schöner, mit der wir handeln. Okay. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich benutze inzwischen ich selber benutze so gut wie gar nichts davon. Ich versuche alles aus dem nackten Chart zu machen. Ne? So. Nee. So. Was geht da los da rein? Da fehlt was. Da fehlt was. Der Papa hat geschlupft. So, dein 80, dein 07, dein und 50, dein. Gut. So. Jetzt sieht das Bild schon ein bisschen verträglicher aus, oder? So, jetzt haben wir es schön ausgemittelt. Wir sind in 5 Minuten.
Wir haben oben die 64 auf dem Schirm. Da wir nach Regelwerk handeln und nicht blind rein, machen wir uns ja dafür einen Tagesplan. Diesen Tagesplan müssen wir uns logischerweise die Richtung vorher aus übergeordneten Zeitebenen holen. Und demnach haben wir leider Gottes Luft nach oben und das reichlich. Und die Luft nach oben, das ist nur, weil ich heute Morgen so lange auf Nelson warten musste. Sonst hätten wir nämlich jetzt schon eine Long-Position im Markt. Aber er muss ja immer erst noch irgendwas erzählen hier. Von wegen eure Sache und bla bla bla. So. Wir haben hier Bewegung A. Diese Bewegung wurde auskorrigiert mit Bewegung B. Wir haben hier A gleich C. Sollte nur bis dahin laufen, aber die zweite Bewegung ist länger geworden als die erste. Die erste wird oft auch die dritte. So. Und das gucken wir uns gleich an. So, wenn wir sagen A gleich C, ne, was ja so laufen sollte, hat er auch sauber erfüllt und übererfüllt, dann sagen wir logischerweise auch B gleich, ups, B gleich D. Und B gleich D hat er genauso erfüllt und demnach, nach diesem Regelwerk, nach diesem Muster, hatten wir jetzt schon den Start der nächsten Bewegung hier unten an der 38. Vor 10 Punkten. So, dieses vor Augen, dieses Muster vor Augen und das Ziel vor Augen, das Ziel haben wir nämlich dann Minimum hier oben, 1,1944. Aufgrund von diesem Plan, von diesen Zahlen, 1,1944, was soll mir der 75 sein? 1,1944 als Ziel, zack, haben wir dann diesen Plan vor der Nase. 1,1949 oben haben wir den letzten Zielbereich. 1,1944 wollen wir hin. Nach A gleich C, dritte Bewegung. Erklärt habe ich es, glaube ich. Ist das soweit verständlich, wie ich da rangehe? Ich will ja nicht die ganze Zeit vor mich hinlabern hier. Mache hier den Alleinunterhalter hier, den Hofkasper. Und hier sagt man, so ist ja schön, ne? Der Lutz fragt, was ist mit der 75? Die 75 erreichst du in 3 Jahren, oder? Ich lade mich schon mal ein. Um Schwung zu holen und um den anderen Kriterien gerecht zu werden, nämlich die Stops hier unten drunter abzuholen, da liegen Stops. Da liegen die Stops. Wäre das Idealszenario, wenn wir wenigstens kurz vorher da runter gucken
und dann nach oben weglaufen. Mit Ziel 1:19:44. Ziel 1:19:44 bis 49. In Green. So. Das wäre der Idealplan. Wie geht man jetzt damit um? Wir befinden uns in was für einem Trend? Jetzt. Und das muss jetzt kommen, wie aus der Pistole geschossen, wenigstens von den vier Leuten, die letztes Wochenende bei mir waren. Was haben wir jetzt gerade für einen Trend? Stift, los! Ah ja, okay. Nein, haben wir noch nicht. Erst wenn diese Kerze fertig ist. Wir machen es. Machen wir anders. Jetzt kommen wir langsam dahin, ja? Jetzt kommen wir langsam zu der Meinung von den Leuten hier. Zack. Ein Leerchart auf, bitte. So, neue Strategie. Trendschule für Stifte. Haben wir eine neue Trendschule, einen neuen Chart? Sehr schön. Anwenden. So. Wir haben hier ein Tief. Hier ein identisches Tief. Wir haben nach diesem Tief da oben das letzte Hoch. Ups. Schade, geht immer nur in Halbschritten. Da haben wir das Hoch. Da haben wir das Hoch. Sind wir uns da einig? Danach haben wir, davor haben wir noch dieses Tief und wir haben da ein Hoch. Wir haben da ein Tief, wir haben da ein Hoch, wir haben hier ein tieferes Tief und da ein tieferes Hoch und damit haben wir hier eine Abwärtstrenddefinition komplett. Und dieses Hoch haben wir da. Schade, es geht nur in Halbschritten. 49,0 ist zu tief. 49,5. Da. So. Das heißt, wir haben dieses Hoch hier, dieses High bei 1,18,49, 1,18,49,1, also die 1,18,49,5. Wir wollen das letzte Hoch mit dem Schlusskurs gebrochen haben und wir haben hier den Close bei 49,3 und hier den Open bei 49,2. Das heißt, für mich ist alles das, was hier ist, innerhalb noch dieser Abwärtsbewegung. Hier eiern wir rum und er ist genau an diesem Hoch gescheitert. Erst jetzt können wir darüber nachdenken,
dass wir in eine Aufwärtsbewegung gehen. Und das tut er jetzt auch. Jetzt haben wir genau diese Definition. So. Wenn jemand das vorher anders gesehen hat, was müsste er dann jetzt gemacht haben? Wenn das jemand von meinen Jungs anders gesehen hat, was müsste er dann gemacht haben? Wenn wir hier schon einen Aufwärtstrend hatten, da, der müsste jetzt schon long unterwegs sein. Und zwar mit dieser Kerze. Alles steht auf Blau. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Wolke, die hier in dieser Abwärtsbewegung ihre Farbe kurz geändert hatte. Und damit muss man über diese Kerze für Stift und seine Kumpanen von letztem Wochenende über diese Kerze eine Long Order platziert haben. Diese Long Order hätte da gegriffen. Hier spätestens hier. Wenn hier stimmen alle Parameter überein, spätestens hier mit diesem Rücklauf, hier stimmen alle Parameter überein, genau da. Long einstoppen bei der 49,5 und dann ist man jetzt 3 Punkte drinnen. Bitte Regelwerk, Seminaraufzeichnung schauen. Seminaraufzeichnung abrufen, genau diese Kapitel abrufen, das, was wir da gelernt haben, genau das ist hier das Setup. Dafür gibt es das Regelwerk, dafür gibt es die Beschreibung. 1,18, 49,5 Long und den Stop auf 46, auf 45,5. 4 Punkte Stop mit Ziel oben Minimum 64, dann hat man hier oben auf jeden Fall das Tagesziel erreicht. Ich war jetzt ein bisschen langsam. Wenn man die Geschichte, ist das verständlich? Nach, also auf jeden Fall die, die Europro-Regelwerk haben. Der eine oder andere will es ja vielleicht dann auch, will es ja haben. Dann muss ich erstmal ins Regal gucken, ob wir überhaupt noch was haben. Dann muss ich im Keller rumwühlen, ob ein paar Kohlen, ein bisschen Brikett beiseite schaufeln, ob ich noch irgendwo eine Version finde. Verständlich für die, die das Regelwerk können. Verständlich für die, die es noch nicht können, aber lernen wollen. Wir können in diesem Markt nur bestehen. Und diese Meinung werde ich nie ablegen. Wir können in diesem Markt nur bestehen, wenn wir uns auf ein oder zwei Regelwerke konzentrieren und diese komplett verinnerlicht haben. Ich werde mal dazu, den lassen wir jetzt mal laufen. Ich lasse die Linie mal drinnen nach unserem Regelwerk, weil wir haben ja ein Regelwerk. 1,18, 49 rein und 64 spätestens raus. Bei der 61 hätten wir das Tagesziel erfüllt. Ich klicke jetzt mal eine Linie an die 61. Und zwar die hier.
Da wäre das Tagesziel erfüllt. So. Und da unten liegt der Stop. Das lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Die Alternative, wenn man dann rausfliegt, wäre den Tagesplan hier fertig machen und vorher auf den Lauf nach unten zu warten und hier unten die 34 mitzunehmen und dann an die 64 und an die 1:19:44 zu gehen. Das wäre die Alternative. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben und darüber haben wir abgestimmt. Wir unterliegen ja nicht hier in unserer Gruppe der deutschen Verfassung, doch in einer gewissen Form schon, bei uns geht es noch demokratisch zu. Und wir haben gefragt, was unser Ziel ist, was wollen wir erreichen, was wollen wir gemeinsam erreichen. Und gemeinsam erreichen ist morgens zwischen 8 und 10 unser Tagesziel, um danach anderen schönen Dingen des Lebens zu folgen. Nelson zum Beispiel ärgern oder so. Oder mit Lutz Bier trinken. Oder mit Carsten im Weinberg spazieren gehen. Den Hund an der Werra hetzen. Und. Es gibt ja viele Sachen, die man machen kann. Genauso haben wir es ausgemacht, genauso war es beschlossen und das ist unser Ziel. Und dafür müssen wir uns einfach den einfachsten Weg suchen und der einfachste Weg wäre heute genau der hier. Wir schauen uns das gleich an. Wenn wir an der 61 sind, können wir die Reißleine ziehen und können den Tag für heute beenden. Da die Position hier ja platziert ist, wäre hier. Deswegen habe ich vorhin gefragt, wer hat was gemacht? Heute ist ja Schüler-Lehrer-Tag, ne? Dann kann man auch sich um andere Sachen kümmern. Und um die kümmern wir uns jetzt. Wir schauen uns nämlich weiter oder nochmal diesen Kumpel an. Ich habe hier irgendwo, da haben wir das. Hier haben wir das Muster, was wir gestern drin hatten. Und auch hier muss ich, den Euro können wir jetzt laufen lassen, ist scheißegal. Wir haben hier diese Nackenlinie, die haben wir letzte Woche eingezeichnet. Ich habe diese Linie drinne gelassen. Nachdem diese SKS hier aufgelöst wurde, kam logischerweise der Rücklauf. Und ich erkläre euch jetzt, ob ihr es wissen wollt oder nicht, ich mache es trotzdem. Einfach mal so, wie ich das ganze Theater hier interpretiere und so, wie ich das sehe. Und wie ich das handle. Welches Ziel hatten wir nach unten? Ich frage mal den Thomas R. aus Thüringen. Ich glaube, dem ist heute Nacht ein Stein vom Herzen gefallen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe diese Linie gestern leider Gottes übersehen. Wie wir sehen, diese Linie, die von oben kommt und die von unten kommt, die haben fatale Wirkung. Einmal hier gebremst und seitdem dazwischen eingekeilt. Einmal ganz kurz oben drüber geschossen, um dann nach meiner Vermutung wieder eine kleine SKS zu bauen, was wieder nicht gelungen ist. Und ab da haben die beiden Linien gehalten. Hier, das war vorgestern Nacht und gestern Morgen, genau hier diese Umkehrkerze einmal ganz kurz diesen Kreuzwiderstand angelaufen, um dann direkt eine genockt zu kriegen. Unsere Ziele waren 12.400. Wir haben immer gesagt, wir müssen die an die Bewegung entsprechend anpassen.
Nehmen wir die mal hier. Dann kann ich das Ding nämlich auch hier oben anpacken. So. Und diese Bewegung hier nach unten dupliziert. Da war diese ganze Kiste, nämlich gestern Abend in diesem Bereich hier, war die nämlich durch. Nachdem er gestern noch einmal runtergespiked ist hier, gestern Abend war diese Nummer durch. Dort konnte oder sollte man wenigstens erstmal glattstellen, einen Teil rausnehmen, die nächsten Ziele unten, die wären verheerender. Das gucken wir uns gleich mal an. Und du machst mich wahnsinnig. Könnt ihr mal bitte ein bisschen stillsitzen da zu Hause irgendwie oder zappelt der Nelson da so rum? Ihr macht meinen Hund hier völlig nervös. Normalerweise schläft er morgens ruhig, aber jetzt ist er hier irgendwie. So. A, B, C und jetzt haben wir die Nummer D. Da diese Linien von oben halten und wir hier die letzten Tiefs hatten, da in diesem Bereich 12,27, wollte ich gestern bei der, wo wollten wir gestern shorten? Was haben wir gestern gesagt? Was haben wir gestern geschrieben? Wo wollen wir hin? Oder wo wollten wir gestern shorten? Gestern Nachmittag? Und gestern tagsüber, wer hat sich aufgeschrieben, wer hat sich gemerkt, wer hat es überhaupt gelesen? Oder mache ich das hier eh alles nur für mich? Nelson, kannst du bitte den Lutz B. vom Bodensee mal zur Ordnung rufen hier? Vorzeigeschüler. Wer? Lutz B. vom Bodensee? Rotzlöffel. Wie der Herr so das Geschirr, der hat auch geraucht und zu viel getrunken, wie sein Herrchen. Mit jedem Tag erhöht sich die Zahl der Leute, die mich mal kreuzweise können. Ab heute sind sie gerade dabei, ein Ticket zu ziehen. Nein, mein Lieber, so muss es sein, danke. Genau. An der 12,680 wollten wir shorten. Ich habe gestern noch gesagt, im Bereich 12,680 suche ich mir Short-Positionen. Das war da, in diesem Bereich. Ich lege mal noch eine Linie auf die 12,680, die war nämlich knapp da drüber, da. Da haben wir die 12,680. Da. 12,680 haben wir gesagt, suchen wir uns die Shorts. Diese Nummer hier war im High bei 12,682 und diese hier war im High bei 12,674. Wir nehmen uns jetzt mal genau diesen Bereich in diesem roten Kästchen. Wo haben wir die rote Kiste? Ich liebe Kisten. Da. Genau da. Hier das erste Mal. Da haben wir auf Slack noch diskutiert, da habe ich noch geschrieben und habe gesagt, die 12,680 sollten wir Minimum von unten nochmal sehen. Da. Eine klare Umkehr, eine klare Umkehrformation, ausgeprägte rote Kerze, bärisches Harami Richtung Süden. Späß hier unten konnte man Break-Even gehen. Da waren wir schon mal 70 Punkte vorne. Ungefähr. Da. Genau, 70 Punkte vorne. Wer dann noch mit Verlust rausfliegt, ist selber schuld. Gleiche Nummer in grün. So. Und ich mache das ganze Ding jetzt mal richtig groß. Gestern Nachmittag, das hier war um kurz vor 4. Das hier war Punkt 16 Uhr. Ihr kennt meine Meinung zu den Kerzen. Gerade um die Uhrzeit, 16 Uhr. Ne? Da wird die Richtung gerne festgelegt.
Wir haben hier einen Schlusskurs, einen Close bei 12.668.80. Das High bei 74.75, also 5 Punkte unter der 80. Und wir ein Close 12.668.80 und ein Open 12.668.55. Das heißt, der Open-Eröffnungskurs von dieser Kerze ist unterhalb von dem Schlusskurs dieser Kerze. Und der Schlusskurs dieser roten Kerze ist innerhalb von dieser blauen Kerze. Und wenn die nächste Kerze rot öffnet, das sieht man hier jetzt nicht genau, das gucken wir uns gleich im 1 Minuten an, wenn diese Kerze hier rot öffnet, dann kann man dieses bärische Harami handeln mit einem Stop da oben drüber und dann Richtung Süden. Und diese Nummer ist auf den Tick genau aufgegangen und hervorragend gelaufen. Ziel hatten wir unten erstmal die 12.55. Fairerweise, diese Marke ist nicht von mir. Die hat unser Lutz gestern in den Raum geschmissen. Die 12.55, nachher war sie offensichtlich, nachdem wir hier diesen Doppelboden gemacht haben. 12.55 war ganz klar offensichtlich. Das war das erste Ziel. Dort konnte man glattstellen und dann einen Teil, wenn diese Marke bricht, in der Regel konnte man diese Position wieder aufstocken. Und unser nächstes Ziel, mein nächstes Ziel unten war die 12.450. So, und das Ganze aus dem Tag genommen haben wir dann da und ein bisschen zusammengeschoben, die ganze Kiste. Dann sehen wir die erste Bewegung von da nach da wieder nach unten abgetragen. Dann haben wir da unten dieses Ziel 12.450, knapp 12.450. Das war genau das, was abzutragen war. Jetzt haben wir hier unten erstmal einen ganz markanten Bereich im H1 auch erreicht. Da. So, ich nehme jetzt mal alles raus hier. Ihr macht ja euer Bild sowieso selber, ne? So, ich nehme jetzt im H1 mal alles raus, weil jetzt sollten wir uns erstmal darauf einschießen, dass wir diese Bewegung hier wieder zurück machen. Jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen und jetzt da runterfliegen wie bekloppt. Aber wir haben noch, ich muss mal schnell was suchen. Weg. Warum ist es weg? Machen wir anders. Dann kriege ich das schneller auf. So. Ich habe hier nämlich neulich gerade auf Slack ein Bild veröffentlicht. Da haben wir es. Ach so, das seht ihr jetzt nicht, ne? Okay, dann, ja. Dann machen wir das jetzt anders. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal. Wir sind uns einig, glaube ich, wir haben von hier aus einen ausgeprägten Aufwärtstrend. Gell? Gut. Danke. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. So. Und dafür mache ich das Bild jetzt einfach mal größer. Und ihr kennt ja so meine Herangehensweise, so langsam. So. Und demnach bewegen wir uns da. So. Und jetzt heißt es als nächstes aufpassen bei der circa 12.400 ungefähr. Also so weit haben wir es nicht mehr.
wenn er die 12.400 nach unten bricht, so, dann haben wir die Chance, das Ding nach unten durchzuziehen bis dahin, bis zur 11.200. Die 11.200 ist das Ziel, das sind 1.200 Punkte nach unten. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwo in diesem Bereich einen vernünftigen Entry suchen, der nicht so ganz einfach wird, um ein gutes CRV rauszukriegen, weil diese Geschichte hier, guckt mal, diese Geschichte hier, A gleich C, ist gerade auf den Tick genau aufgelöst worden. Wenn wir es jetzt mal auf den H1 ziehen, dann seht ihr, dass diese Bewegung hier, A gleich C, auf den Tick genau heute Nacht aufgelöst wurde. Seht ihr das? Und das spricht dafür, wenn die zweite Bewegung jetzt länger wird als die erste. Ich kann die Geschichte sogar noch ein bisschen verfeinern. Ha! Und wisst ihr, wie ich das verfeinere? Indem ich die erstmal rausnehme. Und wir machen das anders. Dann habt ihr nämlich nachher auch was zu zeichnen. Malen nach Zahlen, ne? Da haben wir Bewegung A. Wir haben da Bewegung B. Was fällt euch auf? Nischt, klar, war mir klar, dass euch nischt auffällt. Ja, das ist ja ein Long. So, und wir sollten hier irgendwo in diesem Bereich eventuell sogar nochmal zurücklaufen zu der 12.9 von gestern. Wundern würde es mich nicht. Die 12.400, 12.450 wurde an genug Ecken aufgerufen als Kaufoption, wo eventuell ein paar Long Limits liegen, die heute abgeholt werden könnten. Ansonsten, also bitte nicht erschrecken für die Optimisten aus der SGS, bitte nicht erschrecken, wenn wir hier nochmal 300 Punkte zurücklaufen. Das kann wehtun, ne? Für die, die groß im Short unterwegs sind, ne? Richtig, wir haben hier dieses Muster exakt und hier hat er um anderthalb Stunden nur zwei Stunden überzogen, zwei Stunden zu spät in der Nacht, aber ansonsten ist es absolut identisch. Wenn das so gehandelt wird, würde es mich nicht wundern, wenn wir jetzt hier unten nochmal anlaufen und dann langsam zurückschaukeln. Klarheit haben wir, wenn wir einen Schlusskurs unter dieser Linie haben, einen Schlusskurs unter 12.400, Minimum in H1 einen Schlusskurs unter 12.400, dann können wir getrost auf 10.200 warten, auf 11.200 warten und wenn das nicht reichen sollte, weil diese Position kann man dann wirklich lange halten, dann langt sogar nicht mal die 11.200, sondern dann landen wir hier unten bei 10.100. Und wer die Nummer von oben an durchhält und hier bei der 11.200, dann
da haben wir sie als Ziel, da dieses Zwischentiefs oder diese Zwischentiefs und hier die Nerven behält in diesem Bereich und dann den nächsten Schub auch noch mitnimmt, der wird wahrscheinlich belohnt, wenn wir dann bei der 10.200 glatt stellen. So, jetzt habe ich euch hier zugelabert bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gelernt, ein bisschen was verstanden. Waren wir schon bei der 61? Nein, waren wir noch nicht. So, was haben wir gesagt? Bei der 49, die 61 haben wir noch nicht erreicht. Aber so entspannt kann man dann so eine Geschichte aus den Augen verlieren und einfach sagen, okay, ich habe mein Regelwerk. So nach oben den Take Profit hin und bitte legt euch da einen Alarm hin und hängt euch in die Küche über Mutti am Herd oder an der Kaffeemaschine eine große Schiffsglocke. Wenn die 62 oder die 61 hier klingelt, dann habt ihr eure 12 Punkte, dann könnt ihr die Schiffsglocke läuten. Und die Schiffsglocke heißt was, wenn die irgendwo hängt? Was heißt es? Nein, das heißt nicht Feierabend, das heißt nicht Schicht im Schacht. Wer war schon mal in der Kogge? Die Kogge liegt am Hafen von Rostock, eine uralte Kneipe. Wer da einmal an die Schiffsglocke kommt, heißt Freibier. Ne? Also. Wer nicht weiß, wohin mit seinem Bier, dem sende ich gerne meine Adresse zu. Der Postbote ist es gewohnt. Genau. So, und damit will ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen. Das ist, so wie Nelson schon immer sagt, keine Handelsempfehlung. Es ist lediglich ein Hinweis, ein Verweis darauf, so wie wir denken. Wer diese Position mit uns gemeinsam handeln will und die begleitet handeln will, der sollte darüber nachdenken, Mitglied bei uns in der Community zu werden. Sicher, das kostet eine Kleinigkeit, aber dafür kostet uns das ja oder hat uns das ja auch ein Leben lang ein irres Geld gekostet, dahin zu kommen, die Märkte so auseinander zu pflücken. Kleiner Vorspann, in 3 Wochen oder in 4 Wochen ist ja die WOT online. Nelson kann mich gerne verbessern, ich glaube, es ist in 4 Wochen. Wir sind dabei, einen Vortrag vorzubereiten, den wir hier in unserer Gruppe schon mal angerissen haben. Wir arbeiten genau das Thema genau aus Börse und ich. Passt das oder passt das nicht? Vielleicht reizt es den einen oder anderen gerade hier aus dem Haufen, da mal vorbeizuschauen, um vielleicht ein paar Anhaltspunkte zu kriegen, um sich besser kennenzulernen. Und unser Lutz hat gerade hier reingeschrieben, die sollen mich alle anschreiben. Ich erzähle ihnen alles. Lutz ist seit 1,5 oder 2 Jahren ungefähr in unserem Haufen und zum Glück auch sehr aktiv. Dafür mal danke hier an dieser Stelle. Aber seine Performance, glaube ich, kann sich auch sehen lassen, seitdem er am 3., 4., 5. April 2019 bei uns das Seminar besucht hat. Kannst mich gerne verbessern, wenn ich jetzt hier was Falsches erzählt habe. Also, was ich hier zeigen will, was ich hier öffentlich machen will, ist, ihr findet bei mir keine wichtigen Indikatoren oder sonst irgendwas, sondern ich arbeite hier mit ganz einfachen Mitteln, die jedem zur Verfügung stehen. Wichtig ist es, Börse zu lernen, Börse zu verstehen, was passiert da hinten, wer macht da was und wie, was kann ich da draus lesen und wie kann ich damit Geld verdienen. Und da sind wir gerne dabei, euch auf dem Weg dahin zu begleiten. Einfach, wer Fragen dazu hat, eine Mail an uns. Wir stehen gerne zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse schreibe ich mal sicherheitshalber hier unten rein. Und sage dann schon mal Tschüss. Danke an alle, die heute da waren und uns hier begleitet haben. Und ich hoffe, es war ein bisschen lehrreich für euch. In diesem Sinne, danke Nelson, dass du deinen Hintern morgens für mich aus dem Bett bewegst und
Wir sehen uns ja dann, glaube ich, wieder nächste Woche, oder? Nächste Woche haben wir, Ja, glaube ich, genau. nochmal. Genau. Übernächste Woche haben wir nicht. Am 5. November, das fällt aus, da haben wir Wichtigeres zu tun. Danach Aber fallen die nächsten 2 Wochen aus. Also dann fallen nächste 2 Wochen Woche, aus, genau. genau, nächste Woche und dann am 19. November geht es dann weiter. Alles klar. Also, wer Bock hat, kann nächste Woche gerne nochmal reinschauen, wenn wir dann wieder versuchen, uns hier durch die Märkte zu ziehen und hier ein paar Punkte rauszuholen. In dem Sinne sage ich tschüss, tschüss, moin, moin und euer Thorsten Helbig. Super, vielen, vielen Dank, Thorsten. Ja, du hast eigentlich alles schon gesagt. WOT ist am 12. und am 13. November. Also gerne da entsprechend reinschalten, wird ja alles online stattfinden. Ich wünsche natürlich auch noch einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank für die Teilnahme heute Morgen und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis demnächst. Tschüss, tschüss.